Hallo und herzlich willkommen zum Gasstation Simulator. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe einen hilfreichen Kommentar erhalten. Und zwar soll ich nochmal in die Kanalisation gehen zu dem besagten Aktenvernichter. Denn da soll angeblich ein Knopf sein. Ich hoffe, dass der bei mir auch da ist. Warum kann ich hier nicht rausgehen? Das frage ich mich jedes Mal, glaube ich. So, wir gehen einmal hier rum und da ist unser Aktenvernichter. Und dann drücken wir hier mal auf diesen Knopf und ich bin mal gespannt, was dann passiert. Ich habe eine Vermutung. Bevor ich drücke, ich habe die Vermutung, dass das hier alles sauber gemacht wird. Warte, wir haben da, sind da im gelben Bereich. Wir drücken mal. Alter, ist das laut! Okay, sehr cool. Ja, es tut mir leid, George. Du wirst wahrscheinlich nicht mehr von mir gefüttert. Entweder bleibst da hängen oder ich weiß nicht. Du gehst woanders hin. Ich sehe da oben eine Karte. Du frisst mich jetzt aber nicht, wenn ich da vorbeigehe, oder? Kann ich hier außen rum gehen? Ich habe da so ein bisschen Angst. Ich glaube, der ist jetzt sauer, weil der nichts mehr zu fressen kriegt. Kann ich gefahrlos an dir vorbei... Oh, ich habe so... Okay. Und hoch. Ich habe es geschafft, Freunde. Ich habe es geschafft. You found a card. Jawohl. Und wir gehen da runter. George hat mich nicht gefressen. Sehr schön. Okay. Sehr geiler Hinweis. Vielen, vielen Dank. Und auf jeden Fall... Obwohl, George bedankt sich nicht. George sagt, oh, hätte er den Knopf nie gefunden. Ich verhungere jetzt elendlich hier drin in diesem Loch. So, machen wir erstmal hier zu. Dann haben wir wieder einen Kunden in der Werkstatt oder beziehungsweise zwei. Das heißt für uns, wir schicken da jetzt erstmal einen Mitarbeiter hin. Und an der Kraftstoff-Zapfsäule, mein Lieblingswort immer noch, sind auch wieder Kunden. So, was passiert eigentlich, wenn der Müll hier liegen bleibt? Nix, wa? Die werden das, glaube ich, nicht reklamieren. Ah, Auto in der Waschstraße. Sehr schön. Sehr schön. Vor allem, das wird jetzt gerade mit einem neuen Druck gewaschen. Also da muss ja mindestens Trinkgeld rausspringen, ne? Okay. Müll ist voll. Müll ist voll. Wo soll denn Müll voll sein, bitteschön? Weil ich habe doch jetzt beide Mülleimer geleert gerade, oder sehe ich das falsch? Oder ist der hier endlich voll? Nein, auf gar keinen Fall. Okay, warte mal, was ist das da? Zeitung beim, Zeitung lesen beim auf Klo gehen. Sag mal, was ist jetzt mit dem Müll das Problem? Normalerweise sagt das immer nur, wenn der Mülleimer voll ist. Kurios. Ah, warte mal ganz kurz. Hier, guck mal. Der Mitarbeiter braucht auf jeden Fall jetzt erstmal eine Pause. So, dann sagen wir hier einmal voll tanken. Ich glaube, ich habe da einen Bug aktiviert. Kann das sein? Ich vermute. Weil ich habe zu früh den Müll gewechselt. Ich gehe mal ganz schwer davon aus. Ey, wir müssen auf jeden Fall Kraftstoff wieder nachtanken. Ja, würde ich sagen, ne? Und mir fällt gerade ein, wir haben doch bald Party hier. Und Entschuldigung, können Sie vielleicht die Straße benutzen? Wie sieht das hier aus? Du hast nicht genügend Produkte im Lager. Okay, wir brauchen Paprika. Blend. Tonic. Und Whisky Original. Eieieiei. Okay. Wir schauen mal. Also, wir brauchen... Tonic, glaube ich, war das? Ja. Dann hatten wir... Whisky Original, glaube ich. Wir hatten... Tonic, Whisky Original, siehste, ah, Superblend war Zigaretten, okay. So, nochmal, wir machen nochmal. Ich packe meinen Koffer und packe ein Aunt Bettys Tonic. Dann packen wir ein den Superblend, wir packen ein Whisky Original und wir packen ein... Was war das letzte jetzt? Paprika, Mist. Okay, nochmal. Paprika. Dann hatten wir Tonic. Wir packen ein Whisky Original und da, Superblend. Aber wir packen noch ein bisschen mehr ein, ne, weil für die paar Produkte lohnt sich das, glaube ich, nicht zu fahren. Wir könnten theoretisch, wir haben noch so viele Sachen, ne, auf Lager. Ja gut, wir kaufen mal ein bisschen ein. So, kaufen wir hier nochmal ein bisschen. Und Paprika kaufen wir auch nochmal ein. Das kann ja nicht schaden. Ice Cream. Nee, aber Muffins. Muffins kaufen wir auf jeden Fall nochmal ein.
Und Zigaretten. Ja, komm, Zigaretten kommen auch nochmal. Die gehen ja immer. So, und wir haben dann ein bisschen was eingekauft. So, jetzt geht ab hier. Jetzt geht richtig ab. Wir brauchen einen Mitarbeiter erstmal in der Reparaturzentrale. Dann haben wir hier eine Anlieferung. So, sehr schön. Dann haben wir wieder... Ja, ist doch gut. Ist doch gut, Mann. Weißt du, anstatt zu hupen, hätten die auch vielleicht das Rädchen drehen können. Ne? Das wäre vielleicht, hätte ihm vielleicht mehr geholfen. So. Weißt du, was auch hilft? Dass das Spiel abgestürzt ist. Warum stürzt das Spiel öfters ab? Ich habe da jetzt den DirectX 11. Ja. Okay, ich melde mich gleich wieder. Bis gleich. Ciao. Also, folgende Situation. Ich habe gerade versucht, das Spiel zu starten, mit der Betonung versucht, in DirectX 12 und es hat nicht funktioniert. Es ist direkt wieder abgeschmiert. Es ging gar nicht erst ins Spiel rein. Habe dann wieder DirectX 11 ausgewählt, weil ich mir dachte, weißt du, wenn du DirectX 11 vorher spielst und das schmiert ab, dann kann ich auch in DirectX 12 spielen. Aber es startet erst gar nicht bei DirectX 12. Ich weiß nicht, ob es wirklich an der Bodentextur liegt oder an irgendwas anderem. Ich kann es dir nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist das schon nervig, denn auch... Es wurde nicht automatisch gespeichert. Heißt für uns, wir müssen alles nochmal machen. So, wir gehen jetzt nochmal dahin, obwohl eigentlich müsste ich ja wissen. Oder haben sich die Sachen geändert? Nee, ist alles gleich geblieben. Okay, dann bestellen wir einmal Produkte, genau. Wir bestellen jetzt einmal, ich weiß natürlich auswendig, was es da so gibt, was wir brauchen. So, Alkohol war Whisky Original und Zigaretten war das hier, ne? So, dann bestellen wir jetzt einmal nur das, mehr nicht. Dann gehen wir einmal nach unten. Ich habe nämlich einen Tipp erhalten, wollte ich mal kurz anmerken. Ich habe einen sehr hilfreichen Tipp erhalten, dass wenn man in die Kanalisation geht zu dem Aktenvernichter, dass dann, hallo, kann ich da mal runter? Dass dann irgendwas passiert. Aber was genau, kann ich dir auch nicht sagen. Ich drücke mal einfach auf den Knopf. Okay, die Karte wurde nicht gespeichert. Gut, dann gehen wir uns die nochmal holen. Boah, ich habe so einen Schiss, dass der Zug schnappt, ne? Dass das so ein Jumpscare ist. Boah. You found a card. Oh, wir haben wieder eine Karte gefunden. Ich meine, wir haben eine Karte gefunden. Zum allerersten Mal. Ja, schön. So, sehr gut. Und dann können wir jetzt einmal nach draußen gehen. So, vielen Dank. Und dann machen wir hier zu. Und wir haben zwei Kunden in der Werkstatt, sprich, wir schicken da unsere Reparaturmeisterin hin. Und hier können wir theoretisch jetzt einmal voll tanken. Kraftstoff müssen wir auf jeden Fall kaufen. Bitteschön. Kraftstoff müssen wir auf jeden Fall nachkaufen. Und, okay, und der ist schon am Lagerhaus. Wie schnell hat der denn jetzt geliefert? Ist ja fast wie Amazon Prime. Krass. Okay. Heute bestellt, heute noch da. Gut. Dann mache ich mal auf. Gar kein Problem. Kraftstoff müssen wir kaufen. Kraftstoff müssen wir kaufen. Lieferung, Kraftstoff. Dann kaufen wir nochmal hier. So, Bestellung. Und das machen wir einmal auf. Und vor allem das Spiel stürzt ja auch immer irgendwo anders ab. Mal bin ich ne? Im Store, dann bin ich draußen. Wir haben noch jede Menge, wir haben ja noch jede Menge Reifen. So, dann kannst du wieder Pause machen. Leg eine Pause ein. Hier. Haben wir eigentlich noch mehr Reifen? Ja, wir haben noch mehr Reifen. Okay. Ich habe aber immer noch nicht raus und hat mir auch tatsächlich noch keiner geschrieben, was mir das hier bringt, diese Party. Also, dass da wohl irgendwas passieren soll. Ja, hatten mir schon jemand geschrieben, aber was bringen mir diese Statistiken, die da erscheinen? Bin ich dann populärer bei den Leuten? Kommen dann mehr Partygänger hier hin? Kommt dann öfters ein Partybus? Das weiß ich alles nicht. So, was ich aber weiß, ist, dass das hier relativ dreckig ist und dann müssen wir natürlich mal ein bisschen sauber machen. So, schmeißen wir auch weg. Und dann können wir auch wieder auffüllen hier. Place all, place all. Okay, mehr geht nicht. Das ist noch relativ voll. Dann können wir hier place all. Ah, ich hätte... Ja, ich hätte theoretisch hätten wir hier wieder was nachkaufen können. Das habe ich ganz vergessen. So, dann füllen wir hier auch mal auf. Place on. Sehr gut. Und das hier auch. Wir haben gar nicht mehr so viel Ware, ne?
Wir hatten mal wesentlich mehr. Wir haben gut wieder abgebaut. So, und Muffin. Ja. Wir haben echt gut wieder abgebaut hier. Kunde im Waschstraße. Ah, ich wollte da gerade schon hinrennen. Hui. Die ist ja elektrisch, stimmt. Okay, und einmal abgetankt. Sehr gut. Dann schicken wir einen Mitarbeiter, sprich Aufgabenliste, Auto reparieren. Yep. Achso, der ist schon da. Okay, krass. Ging schnell. So, bitteschön. Kraftstoff. Ja, ich bin unterwegs. Mitarbeiter habe ich ja bereits schon zur Werkstatt geschickt, glaube ich, ne? Ja, müsste eigentlich. So, zwei Polizisten. Hatten wir schon mal zwei Polizisten an einer Tankstelle? Oder in einer Sekunde da? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. So, einmal wegwischen hier alles. Jawohl, sehr gut. Okay, dann machen wir hier auch alles weg. Und hier einmal. Und da hinten haben wir noch Müll rumfliegen. Ich möchte nur kurz anmerken, dass jetzt gar keine Fehlermeldung kommt mit... Mein Gott. Es dauert ein bisschen, bis 400 Liter abgetankt sind. Hat er dem den Mittelfinger gezeigt? Hat er dem gerade den Mittelfinger gezeigt? Krasser Typ. Ah, okay. Jetzt haben wir Müll. Guck mal hier. Eins. Zwei. Und er zeigt mir immer noch Müll an. Hä? Der zeigt mir immer noch Müll an. Warum? Wo soll ich denn noch Müll haben? Sehr komisch. Jaha. Weißt du, die können sich auch nicht mal irgendwie eine andere Tröte einbauen, ne? Nee, die müssen halt wirklich diese Tröte nehmen. Immer die... Die können das so eine... Weiß nicht. So eine mexikanische Hymne spielen. Beispielsweise. Das wäre doch was. So, reparieren. Wieso bist du noch am Reparieren eigentlich? Ich habe dich doch eigentlich in Pause geschickt. Oder habe ich das vergessen? Ich glaube, das habe ich vergessen, ne? Könnte sein. So, wir haben 2200. Wollte ich nur mal kurz anmerken. 2200. 2,7 sogar. 2,7. Der hat unseren Umsatz gehört. Der ist einfach weggerannt. Ja, dann bedienst du mal bitte kurz die Kasse. Und du machst Pause. So. Der hat unseren Umsatz gehört. Fluchtartig weggerannt. Ist so. Hier braucht man einen Besen für. Und ich weiß nicht, sollen wir schon wieder was bestellen? Aber wir haben ja eigentlich noch ein paar Produkte, ne? Eigentlich haben wir noch ein paar. Wir könnten unser Lager auch erstmal wieder ein bisschen leerer laufen lassen und dann vielleicht nochmal shoppen gehen. Oder wir sparen jetzt auf Level 7. Weil ich ja schon die ganze Zeit sage. Na, dann hätten wir das endlich mal. So. Das kann weg. Das kann weg. Und ich dachte, da fliegt was, aber das war irgendwie eine Motte. Wieso ist hier eine Motte drin? Wenn ihr wenigstens was kaufen würde, ne, würde ich noch sagen, okay, aber die Motte ist, glaube ich, einfach nur so hier gewesen. Angestellter. Bist noch am Reparieren. Okay. Nice. Wie lange repariert die denn? Nur mal so gefragt. Weil das ist ja schon eine Ewigkeit. Ah, okay, fertig. So, jetzt kannst du aber direkt wieder Pause machen, weil ich weiß... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Autoteile, Reifen. Ah, wir haben noch 20. Okay. Aber mit dem Müll ist nervig, ne? Mit dem Müll ist echt nervig. So, bin schon da. 3.700 haben wir schon. Also die Hälfte haben wir jetzt knapp. Jetzt haben wir genau die Hälfte. Plus 10 Euro. Dollar, Entschuldigung. Und hier einmal. Der kleinste Wagen kriegt den meisten Kraftstoff. Sehr löblich. Sehr, sehr löblich. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Mitarbeiter in der Werkstatt. Aufgabenliste. Auto reparieren. Yep. Müll. Ich weiß nicht, wo der Müll sein soll. Das ist mein Problem.
Das habe ich mir gedacht, dass da was ist. Ich weiß auch nicht, woher. Und... ja, aber Müll. Warum leuchtet die Kasse so? Kann ich da was... nee. Was ist das denn? Achso. Kann ich das auch so wegschmeißen? Ohne in den Müllbeutel? Ja, ne? Ich meine wohl. Ja, geht auch so. So, ist repariert. Sehr gut. Dann kannst du mal direkt hier wieder Pause machen. Und wir haben noch Reifen 19. 19 Reifen noch. Hm. So. Ach so, sie sind noch... guck mal, ich war schon zu schnell. Haben sie das gesehen? Nice. Dafür kommt aber gut Trinkgeld. Ne? In meine Tasche. So. Und hier machen wir auch. Ich war auch schon wieder zu schnell. Ja, hier ist Schnelligkeit und Freundlichkeit und Professionalität an höchster Stelle. Das ist unsere Devise. Devise. Wir müssen einen Mitarbeiter in die Werkstatt schicken. Angestellter, sprich. Auto reparieren. Jetzt ist die Frage, bestellen wir was nach oder lassen wir es jetzt leerlaufen für die 4-7, für die 7-5? Für die 7-5 eigentlich, ne? Könnten wir eigentlich machen, weil wir haben noch so viel Ware. Hoppala. Okay, sagte er und Lager von Alul ist leer. Essen fast auch. Ja. Ja. Okay, place all. Gut. In der Werkstatt. Aber da habe ich doch einen Mitarbeiter hingeschickt, ne? Ja, ist am Reparieren. Ach, ist fertig. Okay. Kaum gucke ich nach, ist fertig. Aufgabenliste, leg eine Pause ein und wir sehen, dass wir noch 16 Reifen haben. Also 4 Autos. Ist gut. Wenn wir Glück haben und jedes Auto, nur mal hochgerechnet, bringt 500 beispielsweise, dann könnte es klappen. So liegen hier 2 Fische jetzt auf einmal rum. Aber mit dem Müll, wie gesagt, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Bug. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und das auch. Und dann machen wir hier noch sauber, natürlich. Hallo. Sehr schön. Kunde an Kraftstoff, Kunde in der Werkstatt. Auto rüber. So. Und einmal hier. Wir haben noch 400 Liter, ne? ICQ. Sag mal, können die Halloween-Dekoration mal mittlerweile wegmachen? Hallo? So ein Update wäre cool. Nicht das Update... war das das Update vielleicht seitdem stürzt das Spiel ab? Dass die da irgendwie einen Fix am Suchen sind? Könnte sein, ne? Oh, 500. Okay, sehr löblich. Und wir haben noch 12. Ne, 14 sogar. Okay, sehr geil. Wie ist der denn jetzt gefahren? Der auch. Die fahren ja hier wie die besenkten Kühe. Was ist das denn? Auto reparieren. Kunde in Waschanlage, ja. Ich will immer wieder hinrennen, ne? Ab und zu habe ich so einen Moment, wo ich dann da hinrennen möchte, tatsächlich. Und bitteschön. Schönen Tag noch. Tschüss. Müll. Ne, das wäre nicht der Fehler. Hoppala. Boah, guter Wurf. Guter Wurf. Und... Müll ist immer noch da. Ah, sehr komisch. Boah, sehr schöner Wurf. Exquisit. So, das schmeißen wir auch weg. Die war bestimmt hier heimlich am Rauchen. Kunde in Werkstatt, immer noch. So. Und? Es ist eine umfangreiche Reparatur anscheinend. Ist eine sehr umfangreiche Reparatur. Ich hoffe, da springt Fieber raus. $9. Das wäre jetzt. Voilà. Place all, place all. So.
Kunde in Werkstatt. Sag mal, habe ich da keinen Mitarbeiter hingeschickt? Tatsache. Ah, okay, deswegen. Bezahlen und sprich Aufgabenliste. Aber ich drücke doch normalerweise immer da unten. Habe ich das vergessen tatsächlich? Okay. Bitteschön. Und hier. Bitteschön. Und der nächste, bitte. The next one. Und... Oh, zu früh? Zu früh? Ja. Bitteschön. Oh, wir haben hier alles sehr gut im... Warum ist das hier schon wieder dreckig? Was haben sie da fallen lassen? Und warum ist das jetzt hier wieder so dreckig? So, sieht doch schon mal wieder viel besser aus. 6,6 haben wir. Das ist gut. Brauchen wir nur noch $900. Ja, aber ordentlich. Aufgabe, Liste, pass auf. Aufgabenliste, leg eine Pause ein. Ich habe unten geklickt. Und Reifen haben wir noch 10. Wir können noch 2 Autos machen. Sehr schön. Dann hoffen wir, dass jetzt mal noch 1-2 Autos kommen. Und dann können wir nämlich theoretisch gesehen... Oder 3 in der Waschstraße. Wäre natürlich auch noch eine Option. Theoretisch gesehen... genau auf der Fußschwelle. Türschwelle. Das wäre natürlich noch besser dann, ne? Ist für lau. Weißt du was? Wir haben heute schon so viel wieder eingenommen. Würde ich sagen, in der nächsten Folge... Warte mal. Ja, in der nächsten Folge haben wir dann auch das Party-Event. Also haben wir in der nächsten Folge richtig viel zu tun. Level 7 der Tankstelle und Party-Event. Und mal gucken, ob da irgendwas dann ausgelöst wird, weil normalerweise sollte ja was kommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.